Willkommen zu Die Sims, die LP-Chroniken-WG. Also nicht ganz die LP-Chroniken-WG, natürlich der gute True fehlt, aber den werde ich vielleicht auch nochmal irgendwann einbauen als Bewohner dieser schönen kleinen Stadt. Vielleicht, mal sehen. Das ist eigentlich ein schönes Haus da drüben. Ach, hier kann man schon ganz tolle Häuser bauen, muss ich ja zugeben. Aber ich werde das wohl nie hinkriegen. Naja, gut, wie dem auch sei. Vielleicht kann ich mir ja mal einen kreativen Kopf dazu holen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, da eins zum Ausfindig zu machen und dem zu folgen. Nö. Nö. Gut. Ich möchte nochmal schnell was machen. Deswegen bin ich auch nochmal im Baumodus. Gut, nicht nur deswegen, sondern auch eben, weil Musik. Aber Musik ist das Stichwort und zwar hätte ich hier gerne ein Radio. Haben wir das dahin? Ja. Oder? Ja. Oder würde das auch dahin passen? Ich kann es auch auf den Boden stellen, natürlich. Finde ich jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Na, da schön auf der Kommode. Oh, eigentlich müssen wir über ein Radio hin basteln. Nee. Gut, wir basteln das mal schnell hier hin. Erstmal provisorisch. Nein, nicht direkt neben. Gut, neben Wasser ist es eigentlich auch scheiße, aber neben dem Herd finde ich es noch ungeiler. So, wir machen das erstmal dahin. Jetzt haben wir noch 300. Das muss reichen, Jungs. Ihr kommt mit Geld aus. Mit wenig Geld kommt ihr aus, ne? Das seid ihr doch geübt. Das seid ihr alle geübt. So. Kann ich damit... Ne, damit kann ich zoomen. Alles klar, wir haben... Genau, du gehst ja dich umziehen. Ne, mein Freund. Ach Gott, so viele Personen auf einmal auch. Gott. Ich bin ja völlig überfordert. So. Da möchte ich mal sehen, das war das eigentliche ursprüngliche Outfit, was ich für mich gewählt habe. Wieso hast du immer noch diesen scheiß Armreif da? Das macht mich fertig. Nee, geh weg damit. Und der Jonas hat... Hat der Jonas eigentlich sein richtiges Outfit? Doch, der hat sein richtiges Outfit, glaube ich, an. Doch, du hast dein richtiges Outfit an. Aber der Lukas, glaube ich, nicht. Ja, die begutachten hier erstmal. So, bla bla bla, beeinflussen. Und zwar, wir machen jetzt mal weiter hier. Wo haben wir denn hier? Der Lukas Klaus. Du gehst mal Outfit wechseln. Abendkleidung. Nee, du hast das Gegebene von dir an, ne? Hm. Ja, okay, dann. Was machst du denn da jetzt? Entspann. Ich hoffe, du hast die Tür zugemacht, mein Freund. Aber schön, dass du dir schon mal ein Bett gekort hast. Und natürlich der Jonas gleich hier an den PC Burlord 2 oder so spielen. Und der Lukas, der alte Zocker. Die alten Zockerhasen hier gleich hin. Ich muss hier gar nichts machen. Eigentlich könnte ich das ganze Ding einfach laufen lassen und einfach nur kommentieren, was hier so passiert. Schön, dass ihr schon mal zusammen spielt. Das ist wunderbar. So. Wisst ihr was? Ich habe den Jonas hier. Ja, ist mir egal. Du kannst mal einen Job suchen, mein Freund. Du suchst jetzt mal einen Job. Du bist jetzt der Mann, der hier Geld verdient. Und da du jetzt gerade mit entspannt fertig bist, was machst du jetzt schon wieder? Du gehst jetzt nicht von dem einen Bett ins andere Bett. Willst du mich verarschen? Jonas, Profisportler, ich glaube nicht. Laufen, springen, werfen. Das ist die Jobbeschreibung für einen Profisportler. Wenn du in dieser Liga aufsteigen möchtest, brauchst du Kampfgeist, einen absolut durchtrainierten Körper und natürlich ein gewinnendes Wesen. Nein. Gesetzes, nein. Politiker. Politiker wäre ja schon was, weil, debattieren, das willst du ja auch immer, kannst du ja auch. Musik, Medizin, Wirtschaft, die schillernde Geschäftswelt, würde natürlich zu deinem Studienfach passen. Eigentlich will ich für dich nur einen blöden... Die Stadt braucht eine starke Hand, der sie führt, eine Gesellschaft bereichert, so wie bla bla bla. Das Problem ist, ich glaube, für Politiker braucht man nachher Charisma und Beziehungen. Fände ich ungeil. Charisma aufbauen ist nervig, vor allem, also zumindest bei Sims 1 war es halt so, dass man irgendwann Freundschaften braucht, was total lästig war. Weil die alle am Leben zu halten, ist nicht so einfach gewesen. Medizin wird... Die schnelle Geschäftswelt ist stets auf der Suche nach cleveren Sims, die tatkräftig mit anpacken. Der Vorstand legt besonders Wert auf ein gutes Betriebsklima, die richtige Arbeitseinstellung und die Fähigkeit produktive. 27 Simoleons die Stunde, 8 bis 14 Uhr,
Montag bis... Ja, komm. Du gehst jetzt in die Wirtschaft, mein Freund. Und Jonas hat die Wirtschaft... Er wird sich immer an den Tag erinnern, der sein gesamtes Berufsleben bestimmte. Oh. Bla. Nein. Computerspiele spielen. Und du hast dich jetzt echt von dem einen Bett ins andere Bett gelegt, um zu den... Willst du mich verarschen? Der verarscht mich doch. Du kannst mal, wo sehe ich denn eure Bedürfnisse? Da. Beziehungen, Karriere, arbeitslos. Fähigkeiten, Inventar, Gelegenheiten. Da. Dank der unterschiedlichen Merkmale, die Persönlichkeit deines Sims Form ist, die das Sims absolut einzig. Ja, nie. Dankeschön. Nerv mich nicht. Du hast keinen Spaß gerade. Nein. Setz dich mal zu den Jungs, genau. Ich muss ja gerade nicht so viel machen. Zockt ihr mal alle. Unterhaltet euch, lernt euch kennen. Der Jonas so alleine abgeschottet an seinem PC. Ist ja eigentlich ein bisschen... Weiß ich nicht. Was wird denn hier kommen? Ach, hier wird Autorennen gefahren gegeneinander. Ist ja jetzt, meine ich, nicht so aller unser Metier. Also sind wir da auf demselben Level. Aber naja, die freunden sich an. Jonas macht alleine was. Bezeichnend? Ich glaube nicht. Alles klar. Ich würde einfach mal sagen, Jonas, Dienste, warte mal, stumm, Jobangebot. Ich kann über das Telefon Jobangebote? Achso, Arbeit aufgeben. Okay. Nee, umziehen, ansehen. Nein, Dienste anrufen. Was denn für Dienste? Steht ja jetzt nicht bei, was für Dienste ich anrufen kann. Hm. Politikkarriere einschlagen. Ich glaube nicht. Fähigkeit Logik, ja, das nimmst du mal. Was haben wir hier noch? Schachtisch kaufen, das habe ich sowieso mit dir vor. Ah, hier habe ich zahlreiche Dienste. Nie. Verfügbare Mittel, Pizzaservice 30, Barmixer 50, Handwerker 50, Haushaltshilfe regelmäßig, 125 Symbols am Tag. What the fuck? Und 1000 Zoll und Butler. Kostenlos für Zustellungsdienste abbrechen. Nett. Adoptionsdienst, immerhin kostenlos. Immerhin kostenlos, finde ich gut. Nee, wir bestellen mal Pizza für alle. Bestell mal Pizza. So, was hat der Lukas vor? Mit jemandem chatten. Oh. Das hat der Jonas natürlich nichts zu tun. Der Jonas kann mal... Was kann der Jonas mal machen? Was hat er denn so für Bedürfnisse? Harndrang, Hunger... Du hast nicht so viele Bedürfnisse, habe ich das Gefühl. Du kannst mal Musik machen. Einschalten. Ich glaube nicht. Machen wir vielleicht. Nein. Ich glaube nicht. Kinder, Classic. Elektro, Indie, Latin, Hip-Hop. Okay. Lassen wir das mal so. Ah, ich glaube, wir lassen das so. Wunderbar. Okay, nein, absolut. Lassen wir das nicht auf diesen... Machen wir einfach Pop. Jonas. Hä? Ja, wer läuft jetzt zur Tür? Aber wie sind gleich alle? Oh, da hat Bock geklingelt. Und natürlich der Spirit zuerst bei der Pizza. Was machst du da? Wieso denkst du gerade an mich? Das ist alles erledigt. Das macht 30 Dollar. Alles klar, dann holt euch mal alle Pizza, Leute. Was passiert da? Aha, über Bücher, übers Kochen. Kochbuch. Solltest ein Kochbuch lesen. Aber ich kann doch kochen, du Affe. Hör mal, Junge. Wenn ich mal koche, fliegen die Löffel weg. Du und kochen. Dass ich nicht lache. Ja, du rührst da in der Pfanne rum. Hab ich doch gesehen. Nee, ich benutze eine Schüssel, du Sack. Ich benutze wirklich eine Schüssel mit Holzlöffel und so.
Ja, am Ende verwendest du noch ein Nudelholz. Ich kenne dich doch. Was soll ich mal, eine Bretter vom Kopf? Ja. Hey, fang dir eine. Was jetzt? Jetzt spielen die nicht tatsächlich fangen, oder? Ernsthaft? Fangen spielen. Jonas kann schon nicht mehr? Nicht mal einmal ums Haus gerannt. Warum spielen die jetzt? Fangen. Alles klar, ihr habt doch gesoffen, ey. Hier, such dir mal einen Job, du Sack. Spirit, stehst da so unmotiviert rum. Was denn jetzt? Was meckerst du da rum? Wo ist die Pizza hin? Ernsthaft, wo hast du die Pizza gelassen? Alter, wo hat er die Pizza gelassen? Spirit, wo hast du die Pizza hingelegt? Die hat 30 Simoleon gekostet. Junge, verfügbar Jobs, Musik, nein. Politik, nein. 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 Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Die Stadt braucht eine starke Hand, die sie führt, die nein. 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 Musik. Schaffst du es, Massen zu rocken und Seiten? Nein, nein, nein. Massen zu rocken vielleicht, aber ein Gesetzeshüter. Nein. Okay, dann lassen wir das. Spirit, wo hast du jetzt die scheiß Pizza gelassen, Junge? Verarscht mich doch. Verarscht mich doch! Was macht der? Der will mitmachen. Gut, dann stehe ich jetzt hier so rum. Tanz. Nee. Was einst nicht passiert. Nee, wir werden mich niemals tanzen sehen. Was haben wir denn mit deinem. Warte mal, was hast du da? Du hast die Zeitung genommen, ne? Hunger hast du. Harndrang. Ah ja, komm. Geh mal schiffen. Du gehst mal schiffen. Oh, ihr seid mal ganz entspannt hierbei. Es ist 14 Uhr am Sonntag. Der Jonas muss von 8 bis 14 arbeiten. Als Einziger natürlich. Natürlich. Hier redet er schon nur vom Lernen und so. Studium und, ja, wisst ihr Leute, das waren noch Zeiten, ne? Ich habe Preise abgeräumt, auch im Schach und so. Ich war mal Dorflandesmeister. So, aufbrezeln, das ist immer... Na, gucken wir doch mal. Ah, schickes Kerlchen. Könntest dich mal wieder rasieren, du Sack. Könnte ich allerdings wirklich mal wieder. Muss ich morgen auch wieder. Dat. Das sieht gut aus. Komm, betrachte mal das Bild hier. Ich finde ja, das Bild ist ein sehr schönes Bild. Passend für ein Männerschlafzimmer. Ja, doch. Wie, hä? Ach, komm. Schlechteres. Dafür, dass du Single bist, bist du ganz schön wählerisch. Alles klar. Was haben wir noch für Outfits? Badekleidung, Schlafanzüge 1, Alltag 2, Abendkleidung. Nee. Was machst du denn jetzt? Betrachten. Was? Komm, koch doch mal. Reste essen, Mittagessen essen. Mittagessen servieren. Herbstsalat und Makaroni. Ein Herbstsalat. Ich finde ja diese, die Musik auf Simlish finde ich ja echt ganz geil. Das muss ich den echt mal lassen. Ein Sim hat soeben mit einem anderen Sim angefreundet. Nö. Wer hat sich denn jetzt mit wem angefreundet? Spirit, du kannst mal auf Klo gehen, hä? Abziehen! Sag mal, hast du da einen abgeseilt, Fopsi? Hab ich da einen abgeseilt oder... Warte mal. Ha. Hat er da einen abgeseilt oder wirklich... Ja, Spirit. Im Stehen, ist richtig. Natürlich, aber immerhin hast du die Brille hochgeklappt. Ist richtig. Gut, Männerhaushalt halt. Kann ich nicht viel dagegen sagen, muss ich mal dazu sagen. Was haben wir denn hier noch? Der Fopsi macht Essen. Du darfst dir auch was nehmen, mein Freund. Teller nehmen.
Der Spirit will spielen. Nee, du nimmst auch mal ein Essen. Teller nehmen. Du nimmst gerade einen Teller. Teller nehmen. Teller nehmen. Komm, essen. 16.28 Uhr. Typische Zeit, wo man was isst als Studi. Ich kenne das. Und der Tisch reicht wirklich für vier Leute. Okay, es sah irgendwie so klein aus. Sehr schön. Könnt ihr mal alle euch hinsetzen, könnt ihr euch unterhalten beim Essen. Oh, unsere Wiki. Ist das nicht schön? Ich hoffe, die können sich da hinsetzen. Ich kenne doch das Spiel. Das meckert doch wegen ihm Scheiß. Sollte aber klappen. Ach, Jonas, wieder der Letzte. Ich weiß nicht, ich bin schon längst fertig. Da kommst du erst. Ja. Jonas. Was soll nur aus dir werden? Ja, ich räume natürlich nicht ab. Ist richtig. Was mache ich jetzt? Sitzen? Wie? Sitze ich jetzt einfach auf den Klo? Mit Hose an? Also, nein, ich glaube nicht, mein Freund, ich glaube nicht. Komm, Computerspielschirm, schreiben, Internet suchen, umziehen, probieren. Job suchen, mein Freund. Du suchst ja auch mal einen Job. Guck mal, der Lukas räumt wenigstens auf. Ach, ist das nett. Weißt du, ich bin hier so der Drecksack. Spirit ist ziemlich müde. Mach doch mal ein Nickerchen. Wirtschaft. Gesetzeshüter, ja, das kennen wir ja. Das sind so die verschiedenen Jobs, die wir hier haben. Aber ich weiß nicht, ob ich da irgendwo rein will. Hm. Was könnte ich denn mal werden? Ich weiß es nicht. Kaffeebote fängst du an. Spitzel. Oh, werde ich Gesetzeshüter? Nee, ich bin keiner für Gesetzeshüter. Medizin, Wirtschaft? Nee, lass mal. Ah, du. Was macht denn der Lukas da? Ach, der Jonas spielt sein Zeug auch gleich ab. Ist ja nett. Und du willst auf Klo? Das kannst du gerne machen. Ich sitze einfach nur den ganzen Tag rum. Ich sitze halt einfach nur. Komm, wir machen mal hier. Fernsehen. Ich guck mal Fernsehen. Wenn du schon sitzen kannst, dann auch vor der Glotze. Das macht schlau, habe ich gehört. Der Jonas. Reste wegschütten. Och. Ach, guck mal, das ist ein ganz vernünftiger hier. So, jetzt ist mal abends. Jetzt will ich mal gucken, wie das so mit den Lichtverhältnissen ist. Küche geht, Bad geht eigentlich auch. Wohnzimmer ist ein bisschen dunkel vielleicht, aber ich finde das so ganz angenehm. Also es geht. Vielleicht soll ich noch eine Lampe irgendwo hinballern, aber der Jonas, Computerspiele spielen. Ja, also irgendwann kriegt jeder auch mal sein eigenes Zimmer. Wenn sie alle mal ein bisschen Geld verdienen, die Säcke, die Faulen. So, der Dom, der macht ein Nickerchen. Du setzt dich dabei, Lukas. Ihr unterhaltet euch. Wunderbar. Siehst du da nicht? Hättest mal lieber Hähnchenkeulen gemacht, du Sack. Weißt du, du brauchst echt ein Kochbuch. Hör mal, du bist jetzt der Zweite, der mir in diesem Haus das sagt, ich hab's sauer gemacht. Ach komm, das war der Jonas. So. Wir haben nur ein Spiel, kann das sein? Aber ich komme nicht über die Pizza hinweg. Wo ist die Pizza hin? Das Geheimnis der verschwundenen Pizza. Komm, mach mal hier mal, mach mal eine niedrige Lautstärke hier. Das brüllt mir sonst zu sehr. Wobei, ich mach mal aus. Das kostet ja auch nur Strom. Ja, aus. Das kostet ja auch nur Strom. Lukas, der Fopsilicious. Ja, und auch der schläft hier. Oh, guckt ihn euch an, wie er schläft. Und schnarcht. So, was ist draußen so? Passiert hier was? Ah ja. Mal gucken, was hier so abgeht. Was haben wir denn so für eine Nachbarschaft? Ach, guck mal da. Wer ist denn da? Jemand Schwangeres. Justine geht nach Hause. Na denn. Ist ja nett. Alles klar. Nee? Komm mal her hier. Spirit, was machst du denn hier?
Computerspiele spielen. Da ist jetzt der Jonas aber dran. Ja, ich sehe schon, das wird ein riesen Streitpunkt. Ach, der Jonas hört auf. Ich sehe schon, es gibt noch einen riesen Streitpunkt hier. Und mich um vier Leute kümmern. Ach du Scheiße. Ich bin ja bei mir selbst schon überfordert. So, wie spät haben wir es denn? 20 Uhr. Da könnte noch ein bisschen wach bleiben. Obwohl der Jonas muss ja morgen fit sein. Ich weiß halt nicht, wie viel Schlaf die brauchen. Aber der Jonas muss fit sein. Ja, da lag jetzt schon. Da lag ich jetzt eigentlich schon drin. Schlaf. Okay, bis 3 Uhr. Ach, schön, dass das da steht. Ach komm, setz dich einfach hin. Heute wird nicht viel gemacht. Ist Sonntag, da wird nicht viel gemacht. Jonas ist jetzt bisher der Einzige mit mich überhaupt. Das ist sehr gut. Wobei beim Spirit... Du konntest, glaube ich, genau, du konntest ein bisschen mehr. Übertakten, mit jemandem chatten, Internet durchsuchen. Was ist denn bei Internet durchsuchen? Kommt da irgendwas raus? Jetzt kommt da irgendein weird Porn-Stuff oder so. Ich sehe es gekommen. Ist übrigens ein super PC. Aha, aha. Okay. Ah, auf YouTube ist er. Gucken wir mal dem Spirit so ein bisschen über die Schulter. Aha. Ah, bisschen smoother. Gucken, ob ich so ein bisschen perfekt ranzoomen kann. Nee, okay. Ja, wird's halt nicht besser. Aha, aha, aha. Auf YouTube. Das alte 5-Sterne-Bewertungssystem ist noch ein ganz altes System. Eieiei, ganz schön zurückgeblieben. Ich glaube, das liegt auch am PC. So, die unterhalten sich über... über Hausputz, über Boxen und über Gemüse. Okay. Ich habe ein Auto gehört. Naja. Gut, ich würde sagen, mit diesen beschaulichen Bildern lassen wir die Jungs auch mal alleine für heute. Und sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut.